Die folgende Geschichte wurde im Jahre 1931 bei Renovierungsarbeiten im Grand Hotel Morton gefunden. Das in fast unleserlicher Handschrift verfasste Schriftstück befand sich in einer mit Staub und alten Laken bedeckten Kommode, in einem für lange Zeit nicht genutzten Teil des Großbaus. Über den Verfasser ist, außer dem Inhalt dieses Schriftstückes, nichts bekannt. Das Grauen im Spiegel. Die unheimliche Geschichte des Frank H. Morton. Es gibt viele Arten von Schrecken, doch nur wenige sind so grausam, dass schon ihre bloße Nennung einen schier unmöglichen Akt darstellt. Wir alle kennen den Schrecken, den eine im Windhauch zufallende Tür oder ein plötzlicher Blitz in einem nächtlichen Gewitter verursacht. Wir kennen auch die sinnlosen Gräueltaten brutaler Mörder, die zwar für den gesunden Menschenverstand schwer zu greifen, aber doch mit einer gewissen Rationalität zu erklären sind. Doch dann zwängt sich von Zeit zu Zeit aus dem namenlosen Dunkel der Sphären jenseits unseres Geistes ein Schrecken in unser Blickfeld, das sich jeder Erklärung entzieht. Der Versuch, mit weltlichen Maßstäben den Unsagbarkeiten einen Namen zu geben und sie im beschränkten Wortschatz des gemeinen Menschen zu beschreiben, scheitert genauso wie der Versuch, den Nebel an einem düsteren Morgen zu fassen. Sobald man ihn betritt, löst er sich vor den Augen auf. Die Geschichte von Frank H. Morton ist so ein Vorkommnis. Und selbst das Schreiben dieser Zeilen verursacht mir eine geistige Pein, die ich kaum auszuhalten vermag. Doch trotz der regelrecht greifbaren Schmerzen, die ich bei der Erinnerung an das Erlebte und meinen aktuellen Zustand durchstehen muss, sehe ich es als meine Pflicht an, die Nachwelt über das Geschehene zu informieren. Die folgenden Informationen habe ich mühsam zusammengetragen, denn nur wenig wurde über die Familie Morton überliefert. Fast so, als würde die Geschichte dieses von Unheil geplagte Geschlecht aus ihrem Gedächtnis streichen wollen. Das lückenhafte, aber doch erhellende Dossier, das mir meine intensiven Recherchen enthüllte, übergebe ich nun Ihnen, solange ich es noch kann. Frank H. Morton, geboren 1839 in Providence, war das zweite Kind der Mortons. Der überaus erfolgreiche Kolonialwarenhandel von seinem Vater Herbert Morton basierte auf weitreichenden Handelsbeziehungen nach Afrika und Asien. Wertvolle und teilweise skurrile Artikel konnte man bei Herbert Morton erwerben. Auch in gehobenen gesellschaftlichen Kreisen waren die Mortons gern gesehene Gäste. Die Kinder, neben Frank gab es noch die 1832 geborene Abigail und den 1842 folgenden Chester, waren vorzügliche Schüler und genossen in ihrem Freundeskreis ein hohes Ansehen. Das Wohl der Familie sollte jedoch nicht für immer währen. Im Jahre 1851 nahm das Unglück seinen Lauf. Am 13. Juni wurde auf einem Schoner aus Westafrika eine Kiste angeliefert, die unter seltsamen Umständen im Dschungel gefunden worden war. Die verlassene und von der einheimischen Bevölkerung gemiedene Region, in der man die Entdeckung gemacht hatte, war der Kernpunkt von lokalen Geschichten und Aberglauben. Es soll dort eine graue Stadt geben, in der eine unvorstellbar alte Rasse lebt, doch glaubhafte Augenzeugen fehlten.
Wie die Kiste den Weg aus der sagenhaften Stadt fand, ist nicht bekannt. Doch der Finder versicherte glaubwürdig, dass sie ein Artefakt aus düsterer Vergangenheit sei. Als die Kiste im Lager der Mortons ankam, breitete sich unter den Arbeitern eine seltsame Beklemmung aus, sodass Herbert Morton verfügte, sie in einem kleinen, abgeschiedenen Raum zu lagern. Mehreren Gelehrten wurde erlaubt, die Kiste zu untersuchen, ohne sie jedoch zu öffnen. Die Schriftzeichen, die das Fundstück zierten, entbehrten jeder Vergleichsmöglichkeit. Sie schienen fremder zu sein als jede Hieroglyphe, welche die nach Wissen strebenden Männer hatten je entziffern können. Doch war man sich nach einiger Zeit einig, dass die Zeichen in etwa bedeuteten: In dieser Kiste schläft das Grauen. Ein Blick in seine Augen wird es in die Welt der Lebenden zurückbringen. Herbert Morton wiederum vermutete in dem Behältnis eher einen Schatz oder ein Artefakt als etwas Okkultes. Da er aber auch nicht für Unruhe sorgen wollte, entschied er sich, die Kiste ohne Mitwisser und in Abgeschiedenheit zu öffnen. Für das, was dann geschah, gibt es keine belegten Berichte. Es wurde aber übereinstimmend angegeben, dass man aus dem Raum einen fast unmenschlichen Schrei gehört hatte, auf den eine bedrückende Stille folgte. Kurz danach stürzte Herbert Morton aus seiner Kammer und ordnete umgehend an, die wieder verschlossene Kiste mit Ketten zu sichern und in einer der abgelegensten Ecken seines riesigen Lagers zu deponieren. In den folgenden Wochen geriet der Vorfall in Vergessenheit, doch unmerklich schlich sich ein Schatten in die Welt der Mortons. Es begann damit, dass der Vater mehr und mehr zu Schwermütigkeit und geistiger Abwesenheit neigte, als würde Dunkelheit sich seines ansonsten fröhlichen Gemüts bemächtigen. An Heiligabend im Jahre 1851 sollte sich die Geschichte der Mortons für immer ändern, als die Kinder wieder einmal im Lager spielten. Was genau geschehen war, ließ sich nicht rekonstruieren, doch man fand den zitternden Frank Morton am Boden sitzend vor dem, was einst seine Schwester Abigail gewesen war. Diese lag mit verdrehten Gliedern und wie von einem Rudel Raubtiere gerissen vor dem bedauernswerten Bruder. Frank war nicht in der Lage, das Geschehene in Worte zu fassen. Sein Zustand wurde als irgendetwas zwischen Wahnsinn und Trauer beschrieben. Dass die Ketten, die das Geheimnis der Kiste sichern sollten, fehlten, fiel zu diesem Zeitpunkt niemandem auf. Dieses Vorkommnis war das endgültige Ende des besonnenen und positiven Mannes Herbert Morton. Keine zwei Monate später fand man ihn in der alten und halb verfallenen kleinen Kirche St. John an einem Seil im Turm aufgehängt. Zeugen versicherten glaubhaft, in den frühen Morgenstunden eine vor Wahnsinn triefende Stimme gehört zu haben, die rief: Ich hätte sie nie öffnen dürfen. Dank ausführlicher Unterlagen konnte ich den weiteren Verlauf der Geschichte gut rekonstruieren. Frank H. Morton übernahm das väterliche Geschäft und führte es mit leidlichem Erfolg weiter. Wenig Erwähnenswertes ist über diese Episode zu sagen, außer zweier Besonderheiten. Zum einen wurde berichtet, dass es im gesamten Betrieb keinen einzigen Spiegel mehr gab, und zum anderen nahm man regelmäßig Schiffsladungen mit Hilfsarbeitern aus fremden Ländern entgegen. Wo diese wohnten oder welche Tätigkeiten sie verrichteten, darüber wurde zwar viel gemutmaßt, aber nichts Konkretes in Erfahrung gebracht. Lange hielt diese Ruhe allerdings nicht an, denn in den dunklen Kaschemmen am Hafen wurde sich zunehmend über seltsame Ereignisse rund um den Mortonschen Betrieb ausgetauscht. Hinter vorgehaltener Hand munkelten die düsteren Gestalten, dass des Nachts seltsame Geräusche aus den Tiefen unter den Lagern zu hören seien und dass man die Arbeiter immer nur bei ihrer Ankunft gesehen habe. Knochenfunde an der nahegelegenen Küste untermauerten die Meinung, dass etwas nicht stimmen konnte und sich rund um die Firma Morton abscheuliche Dinge ereignen würden. Im Jahre 1862 wurde dann eine groß angelegte Untersuchung der Firma angeordnet. Doch bevor es soweit kommen konnte, brannte in der Nacht zuvor der gesamte Betrieb
aus unerklärlicher Ursache bis auf die Grundmauern nieder. Keiner der sich in den Hallen befindlichen Arbeiter überlebte und nichts hielt den Flammen stand. Frank H. Morton, der als einziger die Katastrophe überlebte, wurde zwar ausgiebig vernommen, aber auch nach langen Verhören konnte ihm keine böse Absicht nachgewiesen werden. So blieben die Geheimnisse rund um das vernichtete Geschäft weiterhin im Verborgenen. 3 Jahre später hörte man wieder von Frank Morton, als er seine neu aufgebaute Existenz präsentierte. Das Grand Hotel Morton, das im Sommer 1865 mit einigem Trubel eröffnet wurde. Fast vergessen schienen die Schatten, die einst auf der Familie lasteten, denn die zahlreichen Gäste waren begeistert vom Stil und Service des neuen Hotels. Tatsächlich machte es sich als temporäre Heimstatt für bekannte Persönlichkeiten einen Namen. Doch bereits nach einem Jahr kam es zum Schlimmsten. Ein Gast des Hotels, die Schauspielerin Melissa Jackson, verschwand während ihres Aufenthalts aus ihrem Zimmer. Trotz sorgfältiger Suchmaßnahmen konnte keine Spur von ihr gefunden werden. Erst nach 5 Tagen tauchte ihr geschundener Körper in einer dunklen Gasse hinter dem Hotel auf. In den berichtenden Zeitungen wurde ihr Zustand aus Rücksicht auf den eventuell empfindlichen Leser lediglich als grausam beschrieben. Dieses Verbrechen konnte nie aufgeklärt werden. Nur ein Jahr später ereilte den Handlungsreisenden Rupert Hillgrave fast das gleiche Schicksal, mit dem Unterschied, dass man seine Leiche niemals fand. Langsam geriet auch der Besitzer des Hotels in den Fokus der Ermittler. Und die vermissten Fälle, die in den folgenden Jahren immer wieder nur das Hotel als einzige Verbindung hatten, trugen nicht unbedingt zu seiner Entlastung bei. Man vermutet, dass Frank Morton sich letztendlich in die Enge gedrängt fühlte, denn im Jahre 1879 verschwand er. Das Einzige, was von ihm übrig blieb, war ein wirrer Brief, in dem er ihm die Schuld für die Geschehnisse gab. Sofort nach seinem vermeintlichen Untertauchen untersuchte man das Hotel von oben bis unten, ohne etwas zu finden. Auch die Gerüchte, es gäbe verborgene Räume, konnten nicht bestätigt werden. Nach mehr als einem Jahrzehnt des Leerstandes wagte sich der Unternehmer Jonathan Pickman an den als unverkaufbar geltenden Prachtbau. Er setzte alles daran, die düstere Vergangenheit, die dem Hotel anhaftete, durch ein möglichst pompöses Aufgebot in Vergessenheit zu drängen. Bis auf den etablierten Namen sollte nichts mehr an frühere Kapitel erinnern. Dies führte etliche Jahre später auf gewisse Weise dazu, dass ich Teil dieser Geschehnisse wurde. Ich las in der Zeitung die Geschichte der niemals aufgeklärten Todesfälle und war sofort in ihren Bann gezogen. So begann ich im Jahre 1919 alle verfügbaren Informationen über die Geschichte von Frank H. Morton zusammenzutragen. Dabei stieß ich auch auf die Arbeit von H.P. Bannister. Ich weiß noch, wie ich von seiner Arbeit gefesselt war, was wohl daran gelegen haben mag, dass sie mir Antworten auf alle Ungereimtheiten versprach. Der Wissenschaftler H.P. Bannister, der sich neben seinem ehrbaren Studien über Psychologie auch mit übersinnlichen Themen beschäftigte, vertrat zeitlebens eine seltsame Theorie. Diese besagte, es gäbe besondere Spiegel, die es Personen, Seelen oder Dämonen erlaubten, über Zeit und Raum zu transzendieren und den Hineinblickenden als Wirt zu missbrauchen. Viele Fälle von Schizophrenie oder Psychosen meinte er damit erklären zu können. Selbst unerklärliche Mordserien, meinte Bannister, könnte man darauf zurückführen. Seine Forschungen galten als nicht mehr als eine erheiternde Episode in der Welt der Wissenschaft und seine Kollegen begegneten ihm mit Ignoranz und Ablehnung. Ich dagegen war fasziniert von der Idee, Spiegel könnten Tore zu anderen, schrecklichen Welten sein. Hielt ich es damals noch für eine spannende Theorie, kann ich jetzt sagen, wie sehr ich mich damit irrte. Hätte ich doch damals bloß meine Neugier gezügelt.
Doch zu diesem Zeitpunkt ließ ich keinen Zweifel zu und machte den für mich logischen nächsten Schritt. Wo lässt sich über unerhörte Ereignisse mehr herausfinden als direkt an dem Ort des Geschehens? Dass ein Aufenthalt im Grand Morton meine Nachforschungen die entscheidende Wendung verleihen sollte, davon war ich fest überzeugt. Und so betrat ich an einem Abend im Spätherbst des Jahres 1921 das zwar etwas heruntergekommene, aber immer noch vom Glanz vergangener Zeiten umwehte Hotel. Der erste Eindruck konnte nichts von dem, das sich hier zugetragen haben sollte, bestätigen. Mehrere Tage lang verbrachte ich fast jede Minute damit, durch die Flure und Räume des Hotels zu streifen, ohne jedoch einen Anhaltspunkt für außergewöhnliche Gegebenheiten zu finden. Außer vielleicht, dass ich auf meinen ausgedehnten Streifzügen des Öfteren auf abgehängte Spiegel traf. Keiner der Angestellten konnte mir etwas dazu sagen, doch in den Gesprächen bemerkte ich eine regelrechte Abscheu davor, sich auch nur ansatzweise damit zu beschäftigen. Man wollte in Ruhe seinem Tagwerk nachgehen und sehe keinen Grund, nach einem tieferen Sinn in solchen Dingen zu suchen, waren die Ausreden, die ich mir immer wieder anhören durfte. In den folgenden Tagen fingen die Träume an. Ich scheitere daran, sie detailliert wiederzugeben, doch reichen die bloßen Erinnerungen daran, mich noch jetzt in Angst und Schrecken zu versetzen. Ich möchte den Leser nicht mit den grausamen Details, die sich bruchstückhaft in meinen angeschlagenen Geist drängen, um seinen eigenen Schlaf bringen. Nur so viel sei gesagt. Mir wurde klar, dass in diesem Hotel etwas unsagbar Böses schlummert. Die Erkenntnis, was es war, sollte zwei Nächte später folgen. Von einem schweren Gewitter wurde ich mitten in der Nacht aus einem unruhigen, wieder von Träumen geplagten Schlaf gerissen. So stieg ich aus meinem Bett und begann einen weiteren Streifzug. Am Fahrstuhl angekommen, wählte ich die oberste Etage aus. Mehr aus Intuition, denn mit einem konkreten Ziel. Nur sollte ich dort nie ankommen, denn plötzlich versagte die betagte Technik, es gab einen Ruck und der Fahrstuhl spielte völlig verrückt. Der Tatsache, dass ich diese Zeilen verfasse, können Sie entnehmen, dass ich die schockierende Fahrt überlebte. Die Türen des altersschwachen Fahrstuhls öffneten sich ächzend und entließen mich in einen schummrigen, heruntergekommenen Hotelgang. Wo befand ich mich? Diesen Teil des Hotels hatte garantiert seit vielen Jahren niemand mehr betreten. Getrieben von dem letzten Rest an Mut, den ich noch aufbringen konnte, ging ich im flackernden Licht verstaubter Lampen weiter durch den Flur. Die abstoßenden Bilder an der Wand schienen mich anzustarren. Ein schwacher Lichtschein fiel aus einem der Zimmer durch eine offene Tür. Was mich dort erwartete, entbehrt jeder Beschreibung. Ein Durchbruch in einer Wand enthüllte mir schließlich, dass das Hotel mehr beherbergte als nur ein paar harmlose Gäste in gemütlichen Zimmern. Tiefer drang ich in die Eingeweide des Etablissements vor, durch Räume, die vermutlich kaum jemand je zuvor durchquert. Doch auf meinem weiteren Weg durch die zerfallenden Eingeweide dieses Hotelbereichs, Geheimgänge und vorbei an widerwärtigen Schrecken, möchte ich aus Rücksicht auf die geistige Gesundheit der Leser nicht genauer eingehen. Außerdem trübt das allgegenwärtige Grauen, dem ich immer noch ausgesetzt bin, meine Erinnerung. Gegen Ende meiner unheiligen Reise ahnte ich, dass mich nur noch ein weiterer, zwischen den Wänden versteckter Gang von der Kammer des Bösen trennte, in welcher mein Schicksal besiegelt werden sollte. Befand ich mich in einem Traum? Bin ich wirklich hier? Sehe ich wirklich das, was meine Augen mir vorgaukeln?
All dieser vorgeschobene Zweifel musste einer Realität weichen, die gleichsam so furchtbar und so verstörend war, dass ich sie, obwohl von mir selbst durchlebt, kaum akzeptieren konnte. Da es vermutlich nur noch mich als verlässliche Quelle gibt, verfasse ich jetzt, wo ich für mich keine Chance mehr sehe, dieses Schriftstück und deponiere es an einer Stelle, an welcher der geneigte Suchende es finden mag. Bevor ich aber nun vollends dem Wahnsinn verfalle, muss ich die letzten wachen Momente, die mir mein Geist erlaubt, festhalten. Ich erinnere mich, dass ich die Kiste, mit der alles begann, in diesem verfluchten und unheiligen Raum fand. Ich näherte mich ihr zitternd und mit der Ahnung, dass ich meinen Verstand opfern würde, öffnete ich langsam den Deckel und hob damit den Vorhang zwischen unserer heilen Welt und einem äonenalten Schrecken. In der Kiste blickte ich, sobald ich den Deckel geöffnet hatte, in einen Spiegel. Ich sah den Raum um mich herum. Ich sah meinen Körper, meine Hände, die zitternd den Deckel der Kiste hielten und wo meines hätte sein sollen. Frank H. Mortons Gesicht.